Plus ein Produktion in allen Städten oder plus 50% Produktion für Handwerker? Für die Bautrupps ist das natürlich nicht schlecht. Ja, dann mache ich das. Wir können es ja immer wechseln. Hm. Steht unsere Politikagenda? Ja. Wir nehmen es. So, und jetzt frühes Reich. Militärtradition, so. Mystik und Stadtdienerturm. Staatsdienerturm. So. Was nehmen wir? Das ist hier die Frage. Ja. Was sagt denn der Chat? Staats. Also bei solchen. Bei ja, solchen, genau. Genau, wir fragen einfach mal den Chat. Militärtradition wird uns hier im Chat vorgeschlagen. Dauert nur 7 Runden, also würde ich sagen, können wir ja keinen Fehler machen. Können wir mal. Ach, kein Problem. So, jetzt müssen die hier mal kalt machen. Zack. Und gut, jetzt müssen wir schon nächste Runde machen, oder wie? Muss der Rest nichts machen. Die hier vielleicht noch. Die noch. Er kommt jetzt von Arabien, kommen Händler hierher. Unser Land. Das scheint mir ganz gut zu sein. Und jetzt gehe ich einmal noch nach hier. Und Produktion wählen. Wir haben jetzt was Neues anscheinend fertig. Ich weiß noch nicht was. Ach genau, was hatten wir als letztes gemacht? Kornspeicher. Laut Chat. Dann können wir jetzt noch Campus machen und Monument. Oder halt Einheiten, Siedler, Handwerker, Händler, Speer, Krieger und Bogenschützen. Vielleicht wollen wir uns mal auf Bogenschützen irgendwie erweitern. Mhm. Krieger, sagt der Chat. Was hält der Chat denn vom Bogenschützen? Dauert eine Runde länger und ist halt mal Fernkampf. Also mal ein bisschen was anderes. Was sagt Frank vor allem? Ich trinke nochmal einen Schluck. Ich würde auch sagen, Bogenschützen erstmal ausbilden. Natürlich müssen wir links verteidigen, aber eventuell okay, dann müssen wir nur verteidigen. Also ich nehme jetzt Bogenschützen, Hauptsache um verteidigen. So. Nächste Runde angeblich. Schon wieder. Das geht aber auch schnell voran. Alter, die nerven hier mit den Pferden, die da immer so ganz kurz immer so anstupsen. Bis zur Heilung vor Schanzen. Mhm. Ist an einem bestimmten Ort bewegen und da nehmen wir jetzt mal den hier. Ach scheiße. Könnte er jetzt doch schon abbrechen. Abbrechen. So. Ist an einem bestimmten Ort bewegen. Aber vielleicht ist das hier das ja das Critical Ding. Und da habe ich ein wenig Angst davor. Geh ich mal vielleicht nach hier. Vielleicht geht's da ja lang. So. Du hast das Lager gefunden. Genau, ja, denke ich auch. Also ich hoffe mal, dass das das Lager ist. Gut, auf jeden Fall greifen die uns an. Ja, ich denke, die Wahrscheinlichkeit ist relativ groß, dass das das Lager ist. Also ich hoffe es. Wir kommen jetzt, wobei, hier kommt ein Gebirge, vielleicht sind es auch zwei Lager. Na gut, ich glaube, die Speer hat es erledigt. Aber nicht, dass es noch sehr gut aussieht für die. Zack, nächste Runde. Gut, jetzt konzentrieren die sich aber wenigstens mal hier drauf. Greifen dafür eventuell nicht oben, Mann. Ja. Na gut, den Speer hat's erledigt. Ja, eine Einheit weniger, sogar, die durchgefüttert werden muss. Ja. Okay, warum können wir das nicht mehr bewegen? Achso, doch. Ach, die sind wieder voll geheilt, okay. Dann würde ich mal sagen, bewege ich die jetzt mal in mühseliger Arbeit nach hier oben. 8 Runden soll das angeblich dauern. Dann machen wir das mal in 8 Runden. Und die sind ab nächster Runde wahrscheinlich auch wieder perfekt. Ist sehr gut. So. Okay, was ist das jetzt? Okay. Wir haben jetzt, was ist hier für eine Gang?
Handwerker, genau. Dann würde ich mal sagen, können die Handwerker ja mal anfangen, Wege zu bauen. Oder? Okay, ab nächste Runde. Sollen wir es ab nächste Runde machen. Monument. Also in der Stadt können wir jetzt machen, Kornspeicher, Monument, Campus, Siedler, Handwerker, Händler, Speer, Krieger, Galeer und Bogenschützen. Galeer hatten wir doch aber schon gemacht, oder? Galeere. Galeer. Ja, Galeere hatten wir schon. Sicher, dass wir schon hatten? Nee, hatten wir nicht. Wir haben ja gesagt, damit warten wir noch. Ach so. Wollen wir es jetzt machen? Da kann man nämlich schön mit einer Kiste rumfahren. Mhm. Wir machen jetzt eine Galeere, wir rasten einfach komplett aus. So. Einmal hier im Überblick haben. Was war das vorhin irgendwie? Nee, ganz falsch. Na gut, egal. Handwerker benötigen Befehle. Der Befehl ist, erstmal nach hier zu gehen. Und jetzt Ressourcen ernten. Gut, nächste Runde. Automatisiere das jetzt mal ein bisschen. Gut, jetzt wissen wir, das Lager ist hier unten und dann, Ich unterschätze den Wert militärischen Wissens nicht, aber wenn Männer sich bei der Kriegsführung sklavisch Regeln unterwerfen, werden sie scheitern. Okay, wir haben jetzt also Militär-Tradition fertig. Also könnten wir jetzt in der Politik beim Militär Manöver zum Beispiel nehmen. Plus 50% Produktion für schwere und leichte Kavallerieeinheiten der Antike und Klassik. Das hört sich ja schon mal sehr gut an. Was haben wir noch? Plus 100 Produktion für... Ah ne, das hatten wir schon. Wollen wir das mal nehmen anstatt Kampfstärke? Komm, das nehmen wir, oder? Jo. Können wir ja, wie immer, auch nochmal wechseln. Ja, wir nehmen die Politik. So. Gut, dann können wir hier jetzt bauen. Bauernhof. Tun wir das auch. So, was haben wir hier jetzt? Bogenschützen. Gut, dann gehen die auch mal langsam in die Richtung, denke ich. So, die haben wir auch fertig. Ich würde sagen, wir gehen jetzt mit dem gesamten Militär nach hier unten und machen die kalter. So sieht es nämlich aus. Sag mal, nach hier sollen die sich bewegen, ganz langsam. So, jetzt können wir noch auswählen. Frühes Reich, Mystik oder Staats... in Diener. Also, soll ich dich fragen oder den Chat? Wir können ja mal den Chat fragen, was der dazu meint. Hallo an vier Zuschauer erstmal und dann frühes Reich, Mystik, Staatsdiener, Tum. Eins von den dreien wäre möglich. So, trink nochmal was. So, Chat sagt frühes Reich. Also nehmen wir das. So, und dann können wir auch noch eine Produktion wählen. Machen wir das auch gleich. Wir können wählen Monument, Campus, Siedler, Handwerker, Händler, Speer, Krieger, Bogenschützen. Sagen wir auch nochmal. Chat, das entscheidest du. Und Frank. Wir haben jetzt, also spielen tun wir seit anderthalb Stunden, das Spiel jetzt schon ungefähr. Bist du schon bereit, eine Beurteilung abzugeben? Das ist echt cool, ne? Das ist sehr schön aufgelegt. Gut, Monument wird gesagt, wir nehmen Monument, so. Gut, dann würde ich jetzt mal sagen, wir nehmen mal ganz ruhig nächste Runde.
denn, wie auch sagen, also, du warst ja hier, Blue Diamond, um, dann habt ihr das jetzt mal, na gut, warum geht's nicht, ich denke, was können wir jetzt noch machen, nee, wollen wir nicht, warum kann ich denn hier gar keine Wege, doch, okay, ja, okay. Okay, aber, ich denke, auch, dass das Spiel extrem gut ist, also ich finde es, also mehr als nur extrem gut, ich finde, es ist im Verhältnis zu, wie ist das Spiel davor, Civilization 5, auch nochmal ein ganzes Stück besser geworden, also, ich dachte schon, ist es am Ende sowieso nur das gleiche Spiel, aber anscheinend, ja nicht, ja. Haben sich sehr schön Mühe gegeben, muss ich sagen. Mhm. Meine Meinung. Was eben ärgerlich ist, nicht wie bei Civilization 2, dass eben die Stadt nicht mehr definiert angezeigt wird, sondern nur durch die Stadtgrenzen oder durch die Kulturgrenzen, dass eben die Felder nicht mehr oder hier die, das bei dem Civilization 2 wurde ein bestimmtes Muster angezeigt, was die Stadt, also zu, in jede Richtung drei Felder, was hier nicht mehr der Fall ist. Mhm. Hier musst du erst warten, bis die kulturellen Grenzen gewachsen sind, um alle Ressourcenfelder oder Stadtfelder auszunutzen. Das ist ein bisschen blöd. Na gut, aber du findest, es ist jetzt ein Nachteil? Ja, weil die du kannst nicht mehr von Anfang an alle Stadtfelder nutzen, alle Ressourcenfelder nutzen. Bei Civilization 2 konntest du zum Beispiel sofort alle Ressourcenfelder nutzen. Und hier musst du immer erst warten, bis die Kulturgrenzen gewachsen sind. Also das ist ein bisschen ein Nachteil. Ja, aber ich sag's mal so, eventuell ist es ein Nachteil. Aber bei Civilization 5 war das auch schon, also nicht so wie hier, sondern war das auch schon... Ja, aber... Aber Civilization 5 war das auch mit den Stadtgrenzen oder mit den Kulturgrenzen. Ja, dann siehst du denn, wenn man Civilization 5 nur gespielt hat, dann ist es dann ja keine große Veränderung. Also, aber ich persönlich finde echt, es ist gut geworden. Also... Und ja, solche Kleinigkeiten muss man nicht besperren, man gewöhnt sich garantiert dran. Also ich denke, das ist kein Problem. Man jetzt am Anfang ist vielleicht ein bisschen eine kleine Umgewöhnung, aber man wird sich dran gewöhnen, denke ich. Und für dich ist es jetzt vielleicht, für mich ist es ja auch kein Problem. Ich kenn's ja gar nicht anders. Mhm. Das ist jetzt. Ja, weil man nicht mehr definiert. Mensch, jetzt hab ich's. nicht mehr definiert siedeln kann. Also man früher konntest du die Städte richtig in einem Muster anordnen, so dass wirklich jedes Ressourcenfeld ausgenutzt war, was hier nicht mehr möglich ist. Ja gut, es sind aber Haarspaltereien, die als ob die hatten, das Militär ist einfach genau pünktlich fertig geworden. So dass, genau so pünktlich fertig geworden, dass sie hier gerade hergekommen sind. Na gut, das sind aber Haarspaltereien, an die wird man sich gewöhnen. Es gibt immer Sachen in Spielen, die werden mit einer neuen Version irgendwie besser oder schlechter und deswegen. Aber jetzt, jetzt lies mal, lies mal den Chat und es freut mich, Blue Diamond ist hierher gekommen und hat überlegt, soll eigentlich, weiß nicht, männlich, weiblich, ich sag mal es, um es erstmal neutral zu halten. Und er kann es auch gerne mal Chat schreiben, männlich, weiblich. Ist hierher gekommen und wusste nicht, soll es das Spiel jetzt kaufen oder nicht. Und wir haben es jetzt mehr oder weniger geschafft mit diesen Streamen da eine Entscheidung festzulegen. Und wir haben es tatsächlich ja sogar geschafft, dass wir ein Jahr draus gemacht. Also, wir haben den Job des Let's Players bzw. Streamers ja komplett richtig gemacht, ja. Mhm. Also, perfekt. Darfst eher sagen. Okay,
Wie gesagt, bei Instant Gaming im Moment. Link steht auch hier unten in der Beschreibung. Genau, und wenn er da unten raufklickt, dann könnt ihr es kaufen, reduziert, stark reduziert, für statt 60 Euro für 35, 79. Wenn ihr den Link unten in der Beschreibung benutzt, dann kriegt ihr nochmal eine, dann kriege ich 5% Anteil des Kaufs und es wird dadurch für euch nicht teurer. Das heißt, ihr bezahlt genau den gleichen Preis und ich kriege nochmal eine kleine Provision und das ist einfach, ihr bezahlt dadurch nicht mehr, aber könnt mir damit halt ein bisschen helfen. Müsst ihr auch nicht machen, ihr könnt auch gerne einen Link von irgendjemand anders benutzen, aber wäre halt ganz nett, wenn ihr mich nehmt. So. Und ich würde hier tatsächlich jetzt, so was wollen wir nehmen? Siedler, Handwerker, Händler, Speer, Krieger, Bogenschützen. Wir nehmen jetzt Campus. Ich will endlich einen Campus bauen. Aber wohin? Ich sag mal nach. Ich will mal das. Ey, ohne Spaß, ich baue jetzt einfach einen Campus hier hin. Das ist mir jetzt egal. So. So, dann brauchen die ja noch einen Befehl. Geh mal auf die zu. Okay, dann mach ich mal hier noch. Okay. Ich mach eventuell hier mal einen kleinen Rückzug. Hallo an drei Zuschauer. So. Könnte ich demnächst auch mal so einen Retro-Stream machen, oder? Wo wir mal Civilization 2 spielen. Habe ich ja auch noch, oder? Habe ich Civilization 2? Ja. Na klar, liegt hier. Können wir auch mal demnächst machen. Ja, das macht sehr auch viel Spaß. Mal ganz lustig. Aber ich werde auf jeden Fall, also das morgen mal gucken. Sehr einfach zu spielen. Mal gucken. Ich hätte tatsächlich wirklich Lust, vielleicht morgen mal direkt noch einen Stream zu machen. Civilization 6. Oder vielleicht morgen ist ja Sonntag, da können wir auch eigentlich mal ganz in Ruhe eine Runde Civilization Civilization 2 spielen, oder? Dann gucke ich mal, heute Abend, also heute Nacht dann eher noch, ob ich es zum Laufen bekomme. Und dann würde ich, wollen wir das morgen machen. Da braucht man einen Add-on, also da muss man sich ein Patch runterladen und dann läuft das ohne Problem. Okay. Ja, das ist ja kein Problem. Patch werden ja möglich sein. Also daran soll es ja nicht liegen. Dann sieht man auch die Wunderfilme, die da kommen und alles Mögliche. Die Figuren werden sonst nicht eingeblendet. Also die, mit denen man da redet, die werden sonst nicht eingeblendet. Okay. Wenn man den Patch nicht runtergeladen hat, oder es läuft gar nicht, wenn man den Patch nicht runtergeladen hat. Das kann auch passieren. Also. Aber ich denke mal, wenn man da Kompatibilität Windows 95 oder Windows 98 macht, müsste das eigentlich auch laufen. Ja, das wird schon. Ich bin gerade irgendwie ein bisschen das eigene Bein gestellt. Gut, hier bin am Ende beide drauf gehen. Na gut, dann nehme ich doch eher die hier. Die sind down und dann würde ich hier mal zur Heilung verschanzen. Die hier haben schon ihren Zug gemacht, dummerweise. Gehen wir noch auf den Platz. Wo sind jetzt eigentlich unsere Bauarbeiter-Dinger? Wollen das? Dann gucken, dann würde ich morgen wahrscheinlich mal Civilization 2 streamen. Denn unter der Woche auf jeden Fall, wenn Zeit ist und Frank auch Zeit hat, dann abends auf jeden Fall. Aber wahrscheinlich meistens eher abends.
Ich würde auch mal alleine spielen, aber mit Frank macht's natürlich mehr Spaß. Wenn ich so alleine rumhockt. Also Frank, wenn sag Bescheid, wenn du Zeit hast, dann spielen wir gemeinsam so. So. Zwei meinst du? Ne, morgen zwei würde ich sagen und dann sonst eher so sechs. Würde ich eher so aufs Aktuellere wechseln. So. Civ 2 ist auf jeden Fall cool. Ne, Civilization ist kein. So.